starker Zinsanstieg, Inflation und Ukraine-Krieg. 2022 war in vielerlei Hinsicht ein schwieriges Jahr. Das hat sich auch auf die Geschäftszahlen zahlreicher Unternehmen ausgewirkt. In einer hybriden Bilanz-Pressekonferenz hat die R&V-Versicherung in Wiesbaden nun ihre Details genannt. Wir hätten uns gerne mehr erwünscht. Wir haben nicht alle Ziele erreicht. Wir haben leider auch auf der Ergebnisseite etwas federn lassen müssen, auch auf der Absatzseite, weil die Einmalbeiträge in der Lebensversicherung nicht so gut gelaufen sind. Aber wir haken das Jahr ab. Es war ein tolles Jubiläumsjahr, ein nicht so gutes Geschäftsjahr. Trotz der schwierigen allgemeinen Wirtschaftslage hat die R&V 2022 ein Beitragsvolumen in Höhe von 19,5 Milliarden Euro erreicht. Ein wichtiger Wachstumstreiber erneut das Geschäftsfeld Gesundheit. Hier erzielte die R&V mit 13% ihre höchste Wachstumsrate. Seinem Claim "Du bist nicht allein" ist der genossenschaftliche Versicherer auch in diesem Jahr treu geblieben. Nach Ausbruch des Ukraine-Krieges spendeten die Mitarbeitenden und der Vorstand rund 1 Million Euro und diverse Sachspenden, um den Menschen vor Ort zu helfen. Darüber hinaus nutzte die R&V ihr 100. Jubiläumsjahr, um im Rahmen einer Mission Miteinander nachhaltige und soziale Projekte zu unterstützen. 1,6 Millionen Euro wurden verteilt. Auch im laufenden Geschäftsjahr 2023 will die R&V-Versicherung ihr soziales Engagement fortsetzen und unterschiedliche Projekte unterstützen. Im besonderen Fokus des Versicherungsgeschäfts die Gesundheitsversicherung. In dieser Sparte will die R&V an die positive Entwicklung des zurückliegenden Geschäftsjahres anknüpfen. Wir wollen 1 Milliarde erreichen, so etwa in 1-2 Jahren wollen wir das Ziel schaffen. Ich bin da ganz optimistisch, wir liegen schon bei 900 Millionen und wollen die Milliarde demnächst knacken. Wir sind ja spät gestartet, erst vor gut 30 Jahren und holen jetzt ein bisschen auf. Kundenzentrierter, schneller, effektiver. In Sachen IT-Systeme und Personal bleibt die R&V auf Investitionskurs. Vertriebssysteme werden konsequent auf die Omnikanalwelt ausgerichtet, um Kundenbedürfnissen schnell gerecht zu werden. Eine große Rolle nimmt nach wie vor die Klimaneutralität ein. Vor ein paar Tagen ist die R&V dem weltweiten Nachhaltigkeitsbündnis Net Zero Asset Owner Alliance beigetreten. Ziel: Bis zum Jahr 2050 soll die Kapitalanlage klimaneutral aufgestellt sein.